Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger. Das letzte Mal haben wir den Auftrag bekommen, den alten Mann hier zu retten. Beziehungsweise nicht zu retten, sondern nach Herbstenau zu führen. Das machen wir jetzt. Das ist bestimmt sehr schwer, diesen alten Mann zu retten. Und ich dachte, es gibt keine Gespräche mehr. Es gibt übrigens keinen Grund, mich wie ein Tatagris zu behandeln. Du musst dich nicht um mich sorgen. Lass uns losmarschieren. Hätte ich sowieso gemacht, als ob ich mich um dich sorge. Oh, ein Knuffenser. Hakan, was machst du denn hier? Ja, dann wollen wir dich mal einfangen, wa? Ah, okay, alles klar. So. Wir wollen ja nicht, dass er unsere Line zerstört, ne? Deswegen mussten wir leider kurz den Fangversuch unterbrechen. Oh, nice! Unser Fangkomm ist ein Level aufgestiegen und ja, ihr seht jetzt, was passiert. Die Fanglinie und die Energie erhöht sich, wie gesagt. Habe ich doch recht gehabt. Wusste ich doch noch. Glaube ich. Das hätte ich ja fast vergessen. Spencer bat mich, dir etwas zu erklären, Sayumi. Das Thema der Vorlesung, Pokostärken. Lass es mich an diesem Niveau demonstrieren. Eine Pokémon-Fähigkeit einmal einem Pokémon. Ach so. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Also ganz eigentlich. Das haben wir mit Minun schon gemacht. Also, oder mit Plusel auch. Ich weiß zwar nicht, warum er uns das jetzt nochmal erklärt, aber ich höre das Ganze jetzt einfach mal hier die ganze Zeit so versuchen zu skippen. Weil ich das ziemlich nervig finde, dass er das jetzt nochmal erklärt. Ich meine, Knuffenser hat zwar eine andere Pokémon-Stärke, aber ja. Ja, genau. Das ist halt jetzt so. Pflanze wird jetzt zum Beispiel eine Linie, die ich ziehen kann, verändern. In zum Beispiel, weiß ich nicht, ich glaube, ihr seht es ja jetzt. Das hat auch eine bestimmte Zeit nur. Hier, dann sind das so Büsche. Und ja, ihr seht ja, ne? Verfangen sich in dem Gras und so weiter und so fort. Es hilft einfach nur beim Fangen und ich weiß nicht, warum er das jetzt nochmal erklärt, weil das mit Minun ja schon erklärt wurde. Das finde ich ein bisschen überflüssig. Es tut mir sehr leid. Ich dachte, wir können jetzt endlich mal richtig loslegen. Das ist das, was ich möchte. Damit wir endlich mal ein bisschen zum Spielen kommen. Das haben die echt schlecht gemacht, muss ich ja auch noch sagen. Ja. Nein, bitte nicht. Je höher der Ranger-Rang, desto mehr Pokestärken verschiedener Art kannst du verwenden. Beschreibung neuer Pokémon-Stärken werden im Glossar hinzugefügt. Bla 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 bla. Mein Gott, learning by doing, so. Zickzacks brauchen wir nicht, Indivia auch nicht. Ist hier sonst noch? Wir nehmen mal ein Hydropi mit, man kann nie wissen, ne? Zack. Okay, wir nehmen zwei mit. Man kann auch, glaube ich, zwei gleichzeitig fangen. Ja, kann man. Könnte man. Aber ich mach's jetzt mal nicht. Einmal. So, zweimal. Nehmen wir die beiden mal mit. Wer weiß, wo es brennt, ne? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass man Wasser brauchte. Ich weiß aber nicht mehr, warum. So. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Herbstenau. Endlich. In Ruhe. Nicht in Ruhe. Mann. Oh, das ist ein Otohydropi. Das erschien genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Lass mich dir erklären, wie man Po... Nee, oder? Das ist jetzt sein Ernst. Oh mein Gott. Das ist echt sein Ernst. Er erklärt uns jetzt echt, wie Wasser funktioniert. Erklärt er uns jetzt je... Mann! Wie das nervt mich gerade echt tierisch. Ich hätte euch das auch so gezeigt. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, der erzeugt Blasen. Da muss man so... Und je länger man die gedrückt hält, desto größer wird die Blase. Das ist aber schön. Ach, mein Gott, ist das schlimm. Naja, Leute, auf jeden Fall hoffe ich, dass das Projekt relativ gut ankommt. Auch wenn bisher nicht viel passiert ist, leider. Wegen so einem Scheiß. Weil, ne, ich meine, was kann ich dafür, leider. Also, ich würde es gerne ändern. Aber ja. Schade, dass du... Ah, ich kann das speeden. Ich speede das jetzt mal ein bisschen. Dass ich da nicht eher dran gedacht habe. Weil das ist alles so... unsinnig, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall. Mein Gott. Nein. So. Ja,
Jetzt dürfen wir laufen. Das Hydropi lassen wir mal... Nee. Oder nicht. Lassen wir mal Hydropi sein. Wollte ich gerade sagen. Ma. Ma. Nerv nicht. Dann gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Ja, okay, das ist jetzt echt unnötig. Man kann auch natürlich Pokémon freilassen, unabhängig davon, ob man ihre Attacken eingesetzt hat oder nicht. Aber dann behalte ich es erstmal. Oh, wir nehmen das Flamli natürlich auch noch mit. So, Flamli, du bist unsers. Aber bitte nicht so wild rumlaufen. Ey, ich hatte dich doch schon. Komm. So, danke. Mann. Immer diese Pokémon, die so viel Ärger machen. 15 Erfahrungspunkte, das ist schön. Und hat die Fähigkeit Feuer, wie ihr gesehen habt. So, und jetzt sagt er uns auch schon, dass wir eins in der Gruppe zu viel haben. Dann lassen wir das natürlich frei. Mann. Hätte ich das gewusst, hätte ich die beiden natürlich nicht gefangen am Anfang. So, und da sind die beiden Heuballen jetzt im Weg. Und er erklärt uns jetzt aber nicht, dass... Ist das sein Ernst? Ja, man muss einfach die Heuballen anklicken, ne? Wie schon gelernt. Aber ja, er erklärt es uns natürlich nochmal. Wie ganz dumm unter uns. Gut, dass wir das Flamli mitgenommen haben. Denn der Heuballen ist jetzt wieder in Luft aufgelöst worden. Und wir können da durch. Das bleibt, glaube ich, auch sogar so. Warum stehst du denn da? Entschuldige, aber der Zugang zum Gebiet jenseits dieser Brücke ist nicht gestattet. Der Wald ist an manchen Stellen sehr dicht und selbst die Einheimischen verlaufen sich in diesem Gebiet. Okay, alles klar. Dann können wir da nicht lang. Leider rennen manche Pokémon natürlich in uns rein. Aber, ja, da kann man nichts machen. Und ein wildes Pichu. Das fangen wir uns natürlich. Boah, das ging easy. Ich glaube, man muss das nur einmal umkreisen, ey. Das nehmen wir natürlich mit. Nee, das ist klar. Drei Erfahrungspunkte. Das hat die Fähigkeit Elektro. Auch sehr nützlich, wie sich rausstellen wird. Passt mal auf. Hallo, befindest du dich auf einer Mission? Hat dein Fang kommen nur noch sehr wenig Energie, so fange ein Pichu. Das sollte das Problem lösen. Es klappt auch mit einem Magnetilo oder Pikachu. Solche Pokémon können die Energie des Fang kommen wieder aufladen. Ja, das ist ziemlich geil. Also, falls wir Schaden genommen haben, fragen wir einfach das Pichu um Hilfe und das hilft uns dann. Und hier bräuchten wir den Zerschneider. Haben wir aber leider nicht. Mann, Indivier, bitte, komm. Ja, sowas ist dann halt immer ziemlich nervig. Na komm, lasst euch beide fangen! So, danke. Und wenn man zwei gleichzeitig fängt, kriegt man auch noch mehr Erfahrungspunkte. Aber ja, die sind jetzt natürlich überflüssig. Indivier und Pichu. Eins behalten wir natürlich. So, was sagt denn das Schild hier? Der Mittelbaum, dieser Baum steht zur Hälfte... Achso. Okay, wir haben jetzt schon die Hälfte erreicht. Jetzt gucken wir nochmal. Ne, Knofenser, das wollen wir natürlich nicht. Lassen wir einfach da stehen. Und gehen weiter. Oh, noch ein Knofenser. Ey, alles voller Rakans hier. Ist da unten noch irgendwas? Alles immer schön erkunden. Na? Hallo, ist hier jemand? Ach, man kann... Naja, wir haben leider keinen Zerschneider. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Weil in solchen Gebüschen... lauert immer so... Ja, so ein paar seltenere Pokémon. Aber Zerschneider steht uns ja leider nicht zur Verfügung. Und was ist mit dir? Ein Baumschneider für dich? Ja, kannst du mir helfen. Jo. Nein, ey, mein Opa. Hm, mein Baumschneider steht aus dem Weg. Der Baumstamm wird nicht so einfach brennen wie der Heuballen zuvor. Flamlys Fähigkeiten sind nicht stark genug. Welche Möglichkeiten haben wir, Sayumi? Wir brauchen Doppelfeuerstärke. Die haben wir aber leider nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die kriegen. Und das ist das Jungblut, was uns die bestimmt liefern wird. Weil je höher entwickelt ein Pokémon ist, desto stärker sind seine Fähigkeiten. Und dann lassen wir das Jungblut mal eben seinen Feuerfeger machen. Oder auch nicht. Komm, dann helfen. Dann sollen uns mal hier Plusel helfen. Zack. So, Junglud, jetzt lässt du dich auch ganz einfach fangen. Zack. So, wollen uns noch gar nicht unser Leben riskieren. Das heißt also, Pichu ist gar nicht so stark, was die Fähigkeiten betrifft. Und Hydropi auch nicht. Also hoffe ich bald mal, dass wir einen Pikachu kriegen, weil das viel mehr Energie auflädt. Und dann schmeißen wir mal Hakan aus dem Team. Weil das eh keine Fähigkeit hat und ich behalte generell keine Pokémon drin, die keine Fähigkeiten haben. Man weiß ja nie, wofür man die mal braucht. Zum Beispiel halt der Baumstamm. Später laufen einem die Pokémon natürlich nicht mehr so entgegen. Hier, ich bin das Jungblut, fang mich, damit der Baumstamm weggeht. Da muss man... Oh, sorry, dann schon suchen. Naja, ein Feuerfeger und weg ist das Ding. So.
Na, klappt doch super, oder? Ja, würde ich mal sagen. Was ist hier jetzt? Krokertunnel. Nee, darunter wollen wir natürlich nicht. Da kommen wir wieder zurück zu dem einen, der das mit Peach erklärt hat. Ach, Opa, was willst du jetzt wieder? Es ist nicht mehr weit. Jetzt ist es nicht mehr weit. Vielleicht war die Mission ein bisschen zu einfach für dich. Wir sollten trotzdem keine Zeit verlieren. Naja, finde ich auch. Hättest du mir aber nicht sagen brauchen, so. So. Was macht eine Dick-Dick-Statue? Ah, ja. Naja, okay. Okay, hier ist nichts. Ah, in den Tunnel kann ich mich aber sogar erinnern. Sagst du noch irgendwas? Früher konnte man hier das ein oder andere Dickdiri sehen. Heutzutage findet man sie zumeist nur noch tief im Tunnel. Liegt wohl daran, dass immer mehr Menschen unterwegs sind. Ich bin kein Mensch, nein! Nein, renn mir jetzt nicht hier in die Dingens. Wir speichern mal eben. Weil, kommt immer gut zu speichern. Das Spiel geht auch gar nicht so lange. Habe ich noch zumindest noch so in Erinnerung. Meine ich. Mal gucken. Wenn wir jetzt hier rausgehen, ich gehe mal weiter rein. Ich wollte mal kurz gucken, wo lang es hier nochmal geht. Okay, da können wir gar nicht durch. Da brauchen wir wieder den Zerschneider. Und da ist ein Dickdri. Trio, Trio, Trio. Ah, ein sehr seltener Anblick. Ein Dickdri. Ja, jetzt hast du es verscheucht, ey. Ich wollte es doch fangen, Mann. Ja, ich wäre bei deinem Anblick auch direkt ver... Hätte mich da auch direkt verpisst, ey. Was nu? Oh, jetzt ist der Doktor abgeschnitten von uns. Erstmal ein paar Pokémon vom Himmel geflogen, ey. Krasser geht's ja wohl nicht. Hallo, Sammy, kannst du mich hören? Nee. Das war ganz schön knapp, aber keine Sorge, ich bin unverletzt. Allerdings musst du mich hier abholen. In der Nähe sollte ein weiterer Durchgang sich der hierher bringen, wenn Ungeduld war, auf dich warten. So. Okay, alles klar. Das Paras hier. Das möchte uns doch bestimmt mal beitreten, weil ich denke mal, dass das Paras eine sehr schöne Fähigkeit hat, die wir gut gebrauchen können. Und deswegen nehmen wir das jetzt auch mit. Zack. So. Und es kann nämlich die Fähigkeit Zerschneider. Und da ich versuchen möchte, einen 100% Run von dem Spiel hinzukriegen. Ich weiß, einige von euch werden jetzt denken, naja, ihr müsst es ja nicht gucken. Ne? Aber natürlich können wir jetzt hier nicht durch. Das ist natürlich doof. Ich wäre gerne zurückgegangen, weil ihr wisst ja noch der Grasbüschel, wo man Zerschneider brauchte. Was ist denn hier unten? Das wollte ich eben auch wissen, aber... Naja, der alte Sack war ja... die Karpados, wie süß da unten. Okay, hier gibt's gar nichts zu sehen. Schade. Ich dachte, hier wäre auch noch was Cooles. Ein seltenes Pokémon oder so, aber nö. Heute mal nicht. Wir sind alle ausgeflogen. So, na gut, dann Paras, dann walte deines Amtes. Mach den Zaun kaputt. Dafür bist du ja schließlich vom Himmel gefallen. Ich bitte dich. Einen anderen Sinn und Zweck in deinem Leben hattest du nicht. Es tut mir so leid, Paras. Naja, ist auch egal. Das Magnetilo nehmen wir natürlich auch gerne mit. Weil dann missbrauchen wir gleich mal das Pichu, um unser Ding so... Muss ich Angst haben? Nö. Okay, alles klar. Gibt auch nicht viele Punkte. Ich meine, man konnte das auch irgendwie direkt einsetzen, die Fähigkeit, wenn ein Dings zu viel war. Ein Pokémon. Yep. So, Pichu, dann lad mal unseren Funkom auf. Es ist zwar nur eine Energie weniger, aber man weiß ja nie, was uns gleich erwarten wird. Sicher ist sicher. Und wir nehmen mal einen Quapsel mit, damit wir das auch mal gefangen haben. Wir haben zwar noch Hydropis in unserem Team, aber das kann das Spiel ja nicht wissen. So. Halt nur die Sicherheit, damit man wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon hat, wenn man vorher kein Hydropie mitgenommen hat. Haben wir zwar, aber ist auch egal. Das Paras nehmen wir auch noch mit, wegen Zerschneider. Dann kicken wir gleich ein Hydropie dafür raus. Weil ich glaube, wir brauchen nochmal den Zerschneider. So. Dann komm mal zu uns, Paras. Schade, dass man dem Pokémon hier keinen Namen geben kann, aber ist ja sowieso unnötig. Und schon wieder ein Level Up. Noch plus 2 Energie. Fanglinie verlängert sich um 5. Boah, krass, geht voll schnell. Okay, dann kicken wir einen Hydropie raus. Freilassen, zack. Tschüss. So. Dann sind wir jetzt gewappnet, hoffentlich. Ich hoffe, dass ich nur ein Paras brauche. Das wäre sonst ziemlich schlimm. So, der ist auf der linken Seite wahrscheinlich, ne? Was ist das? Wer sind die? ADAC, ey. Hol den Opa ab. Schlepp ihn ab. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hallo, Opa! Der hochgeschätzte Professor Hastings, Chef der Technikbauabteilung... Technikabteilung der Ranger-Vereinigung, die ich annehme.
Wir sind die Fremden in der Nacht. Kein Ranger, der über uns lacht. Wir sind die Power-Rock-Bande. Nein, gar nicht abgekupfert von Team Rocket. Nimm es uns nicht übel, Opa, aber wir müssen dir jetzt das Paket da abnehmen. Hallo, hilf ihm doch. Was macht ihr da? Aufhören sofort. Hehe, vielen Dank für Ihre Kooperation. Ein super Fang kommt für uns. Vielen Dank, der Herr. Leider haben wir keine Zeit mehr für die Schwätzchen. Adios, Opi. Anstatt, dass ich denen einfach helfe, ne? Ich guck zu. Ich chill da. Oh, Sayumi, wir haben ein Problem. Mein Superfang kommt das Ergebnis meiner Forschung. Wurde von ein paar Rabauken gestohlen, die sich die Power-Rock-Bande nannten. Wäre ich nur 20 Jahre jünger, hätte ich denen eine Lektion erteilt. Los, wir müssen sie verfolgen. Eben meintest du noch, ich sollte dich nicht wie einen alten Sack behandeln, weißt du? Und jetzt, ich kann nicht mehr. Oh, ihr leichtgläubigen Trottel. Ihr dachtet tatsächlich, der Steinschlag zuvor wäre ein natürlicher Vorgang gewesen? Ihr seid dank uns hier unten verschüttet. Haha, ich bin der Böse. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Seid ihr bereit? Glück. Jetzt kommen wir wieder nicht zurück. Ringstadt ist erstmal für uns nicht erreichbar. Ist das... wie soll ich sagen? Ist das... haben wir die Sache in den Sand gesetzt? Spitzenleistung. Wie wir das in den Sand gesetzt haben. Wie sollen wir denn jetzt bremsen? Du, Depp, bremsen? What the fuck? Bist du noch ganz dicht? Selber, Depp. Du hast doch die Falle gebaut. Ich habe nur den Knopf gedrückt. Es war nicht mein Fehler, dass die Steine an die falsche Stelle gepurzelt sind. Dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal aus dem Staub machen. Ja. Wir hätten ihn jetzt locker angreifen können, während die sich da gestritten haben, aber ist ja auch egal. Boah, lief. Mein Gott, mag ich Hilo, bitte. Ey, Klofenser. Meine Fanglinie zu kurz. Okay, danke. So. Ja, die beiden muss ich jetzt natürlich direkt freilassen, leider. So. Weg mit euch, ich brauche euch nicht. Sorry. Sorry, Leute. So, was ist mit dir? Zwei schräge Flügel, grunddämlich vor, bla. Okay. So. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Herbstlingen. Und ein Rizeros, cool. Wie man sieht, kann das ja die Steine locker zertrümmern. Dieses Rizeros. Diese zwei Typen haben es irgendwie verärgert. Sayumi, hat dein Fangkommen noch genügend Energie? Verwende deine Pokestärke, so wie ich es dir zuvor erklärt habe, um das Rizeros zu fangen. Setze deine Gefühle ein, Sayumi, damit dich das Rizeros beruhigt! Okay, alles klar. Machen wir mal, versuchen wir mal. Wir probieren es mal mit einem Quapsel. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ja, das funktioniert gut. Ja, das ging einfach. Quapsel hat uns sehr geholfen. Und das kann natürlich drei Steine kaputt machen. Hat man ja gesehen, dass es die großen Steine gut kaputt machen kann. Leider verschwindet das Quapsel dann auch, wenn man es einmal so gebraucht hat. Tschüss. Wir haben es gefangen, um es freizulassen. Macht Sinn, ne? Oh, wir wurden von jeder Menge Ärger heimgesucht. Diese Störung hat uns Zeit gekostet. Wir haben die Bösewichte komplett aus den Augen verloren. Lass uns nach Herbstenau gehen und dort über unsere Optionen nachdenken. Und damit meine ich nicht die Spieleinstellungen, sondern die Möglichkeiten, die uns bleiben. Ja, ist klar. Boah, bist du lustig. Das ist nicht Zeit für so schlechte Wortwitze. Sayumi, wir müssen uns schleunig auf den Weg machen. Ja, lass mich doch einfach laufen, doch. Ist immer nervig, wenn man jemanden dabei hat. Da, jetzt verlassen wir leider das Gebiet und wir müssen alle, die uns hier begleitet haben, außer Plusel natürlich, freilassen. Und dann wollen wir nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, Herbstenau besuchen wir dann im nächsten Part vom Pokémon Ranger. Leider ist immer noch sehr viel Gelaber. Aber ich schwöre euch, wenn wir dann endlich mal alleine unterwegs sind, haben wir auch mehr Ruhe und mehr Spielspaß. Hoffe ich doch mal. Und ja, bis zum vierten Part von Pokémon Ranger. Bis dahin.